Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück bei Red Dead Redemption 2 und ach, was war das für eine Misere. Ich habe gestern eine Folge aufgenommen und die dann, ja, wieder gelöscht, weil es war ganz furchtbar. Wir hatten ja unser Lagerfeuer aufgebaut und ja, das Spiel schmeißt einen dann wieder aufs Festland, da hinten. Und ja, wie ich schon sehen könnte, läuft ein Lego an. Ich hatte also recht, aber also die Misere war, ich war gestern dann schon hier, bin dann wieder, bin hier wieder hingeschwommen, ne, mit dem Pferd erst wieder zu einem Boot und so weiter und so fort. Dann war ich endlich hier und dann fiel mir auf, fuck, ich habe mein Pferd ja nicht dabei, also muss ich mit den Waffen hantieren, die ich habe. Und wie es der Zufall so wollte, fehlte mir natürlich die richtige Waffe, um überhaupt einen perfekten Leguan schießen zu können. Also hätte ich wieder den gesamten Weg zurückgemusst und wieder alles von vorne starten und so weiter und so fort. Und dann hatte das wieder alles nicht geklappt, wie ich das wollte, und da habe ich gedacht, ach komm, wir machen das einfach nochmal neu an einem neuen Tag. Es war gestern auch schon ziemlich spät, muss ich sagen. Und ich hatte einfach keine Lust mehr. Und die Folge war auch total scheiße dadurch. Und deswegen nehmen wir das jetzt quasi nochmal neu auf. Und hier ist so diese kleine Leguan-Bucht, wenn man so will. Ah, und hier Krabben laufen ja auch rum. Und da hätten wir zum Beispiel einen Leguan. Er guckt in die richtige Richtung, aber er ist nur ein 2-Stern. Er ist auch nur ein 2-Stern. Da haben wir einen 3-Stern. Ist allerdings noch ein bisschen weit weg. Die sind nicht ganz so scheu. Ich kann also noch ein bisschen näher ran ohne Probleme. So, das hier war 2-Stern und das hier ist ein 3-Stern. So, nehmen wir mal jetzt hier kein Risiko auf uns. Wir, das ist jetzt mit dieser Waffe. Ach, Landkrabbe, okay. Warum packt er die jetzt eigentlich nicht auf Drücken? Was muss man dafür machen, dass er die dann nicht mehr in der Hand hat? Oder macht er das automatisch nur irgendwann? Na, jedenfalls, da sind wir. Und da haben wir unseren Leguan. Das wird jetzt auch wieder unschön. Das müssen wir uns nicht angucken. Man sieht ja jetzt schon gleich genug. Zack. Ja, eine Leguan-Haut. Braucht jeder. Und wir haben eine perfekte. Sehr gut. Ich gucke mal gerade, wenn hier noch irgendwo einer ist. Ich weiß nicht, ob wir noch eine brauchen. Aber wenn hier irgendwo noch ein Dreier ist, dann nehme ich auf jeden Fall noch einen mit. Und auch hier diese Reptilienfüße. Keine Ahnung. Aber das hier ist ein bisschen blöd, wieder hinzukommen, wenn man immer das Schiff braucht und so weiter und so fort. Und apropos Schiff. Hier ist eine Schatulle. Warum ist denn die auf? Ach, vielleicht hat er das doch alles dann noch gespeichert von gestern. Hat ein Autosave gemacht. Weil ich war ja dann schon mal hier. Warte mal, da müssen wir mal gerade gucken. Im Beutel. Ja, weil, genau, ich habe dreimal Reptilienfleisch. Und die Golden Nuggets. Die Golden Nuggets habe ich übrigens, von der Folge, wo ich die Biber gejagt habe, da war ein, da war so ein kleiner Wagen und da waren 3 Goldnuggets in der Schatulle. Ja, hier haben wir schon eine Reptilienhaut, die nun gut ist, genau. Jetzt gucken wir trotzdem nochmal, wenn wir schon da sind, auf dieser Seite. Da haben wir auf jeden Fall Gänse.
Oh, eine Schlange. Noch eine. Okay. Erstaunlich gute Qualität, die Schlangen. Okay. So. Ich habe auch übrigens jetzt nochmal mit dem Mikrofon ein bisschen rumgetestet wegen der Störgeräusche. Das ist ja schon immer auch nervig. Es liegt zum Glück nicht am Vorverstärker. Oh, eine Kröte. Sehr gut, wir wollen ja alle Tiere irgendwie scannen können. Aber mehr, ich sehe jetzt ja auch keine anderen Leguane. Die haben sich ein wenig versteckt. So. Hier ist, glaube ich, auch keiner. Okay, jetzt ist die Frage, was wir machen. Ich kann jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ich weiß aber nicht, ob unser Schiff dann da noch ist. Aber ist eigentlich egal, ne? Weil, ob ich jetzt hier ein Lagerfeuer mache oder dann... Ah, ne. Sind zwei Vögel. Oder dann später. Müssen wir halt mal ein bisschen sprinten jetzt. Wenn man auf jeden Fall eine Leguanhaut, das ist gut. Allerdings nur eine. Ich hätte jetzt natürlich, wie gesagt, gerne mehr gehabt. Das ist die einzige Stelle hier auf diesen Inseln. Zumindest die einzige auffällige. Vielleicht sitzen die doch auch noch irgendwo anders. Ich weiß es nicht. Es gibt ja noch eine Insel. Da hinten. Ist halt die, puh, ist die Frage, lohnt sich das? Und vor allem die andere Frage, ist, kommen wir da überhaupt hin? Nein. Kommen wir nicht mal ansatzweise hin. Da bräuchten wir wieder das Schiff für. So. Er kann schon ganz schön schnell rennen hier, ne? Also, das ist jetzt kein Sprint, sondern der normale Lauf. Das wird hier, glaube ich, auch schneller. Das kann er schon ganz gut mittlerweile. Können wir jetzt eigentlich essen können, da die Pflanzen, die da waren. Um nochmal aufs Mikrofon zurückzukommen. Ich vermute, es liegt doch irgendwie an den XLR-Kabeln. Die sind auch schon unter Umständen ein bisschen älter. Ist das unser Schiff da? Oder sitzt da jemand drin? Es sieht aus, als würde jemand drin sitzen. Da muss ich mal durch meine Kisten, meine diversen, durchsteppen und schauen, ob da eventuell noch ein anderes Kabel drin ist. Und, ja gut, die Kacke ist nur, das ist ja hier alles verbaut quasi. Das heißt, ich darf dann wieder mal überall ran und das alles auseinandernehmen und wieder neu zusammensetzen. Tatsächlich noch unser Schiff. Guck mal an. Ist nicht zu unterschätzen hier mit der Strömung. So, und jetzt hätten wir das endlich erledigt. Ich musste leider wieder ein bisschen weiter mit dem Pferd, weil hier nirgendwo mal ein Schiff liegt, was total blöd ist eigentlich, weil hier sind ja überall Häuser. Sollte man ja meinen, dass da vielleicht auch irgendwo noch ein Ersatzboot ist und ich bin jetzt halt mitten im Nirgendwo so gefühlt und da war dann ein Boot. Das war das nächste, was ich finden konnte. Ich bin halt die ganze Zeit an der Küste entlang geritten. Ist aber nicht so weit, also werden wir gleich erreichen. Und jetzt gibt's nur noch ein Tier, welches wir noch nicht haben. Das ist der Panther. Für einen Panther müssten wir eigentlich auch das Springfield-Gewehr benutzen können. Das müsste ja ungefähr die Größe auch vom Puma sein. Ein bisschen filigraner, aber... Und sonst muss das gehen. Wie gesagt, ich hoffe, er ist hier irgendwo. Aber es ist normalerweise
von der Region her ist es ja prädestiniert dafür, ne? Früher bei GTA, da konnte man mit den Pfeiltasten. Pfeil nach oben war positive Antwort, Pfeil nach unten war negative Antwort. Das wäre viel einfacher, als jedes Mal die Leute anzuvisieren. Einfach Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten. Habe ich immer noch nicht nachgeguckt, ob es irgendeinen Shortcut gibt oder so. So, wieder ein bisschen aufpassen. Ist heute weg. Schade. Aber so weit kann es eigentlich gar nicht mehr gewesen sein, das glaube ich. Hörst, da ist es doch. Nee, nicht ins Wasser, komm her. Komm her, nicht hier. Du sollst nicht ins Wasser. So. Gut. Jetzt, wo wir das haben, es ist irgendwie sehr aufwendig, deswegen speichere ich jetzt einfach mal. So, und jetzt gucken wir mal hier auf der Karte, wo sind wir denn genau? Hier unten. Also ich würde vermuten, hier in diesem Bereich. Vielleicht auch hier oben, keine Ahnung, dass da irgendwo noch ein Panther ist oder da. Ich würde mal einfach mir jetzt einen Punkt setzen. Wir reiten mal hier auf diesen Berg hoch. Gucken mal, was so passiert. Wir haben jetzt gerade gespeichert, weil es kann halt sein, das Viech greift uns an. Es kann jetzt auch sein, dass es ziemlich lange dauert, bis wir einen finden. Den Puma, da hatten wir ja wie gesagt total Glück. Boah, ich hab mich gerade so weggeschreckt, ey. Die standen so komisch, die beiden Hirsche. Das sah aus wie... Weiß ich auch nicht. Ein kleines Lager da. Ein Esel. Hase. Oh, Esel. Das war eigentlich auch so ein Tier. Das könnte hier gut hinpassen. Man ist ja doch irgendwie relativ nah im Süden. Ich bin vor allem im Hören. Wobei es natürlich sein kann, bei so einem Panther... Wenn du den hörst, ist es zu spät. Aber jetzt will ich das natürlich auch schaffen, ne? Ist ja klar. Es ist. Ist das der Fuchs? Was war das jetzt für ein... Das ist ein Specht. Genau in der Mitte. Genau da.
an dem Baum schon dran. Es ist irgendwie schön, hier so durchzureiten, durch diesen kleinen Wald. Die Schweine nerven. Oh, hier ist eine richtige Hütte. Ach, hier sind wir jetzt schon, okay. Keine Ahnung, ob hier Leute leben, aber wahrscheinlich ja, sieht jetzt nicht so verlassen aus. Sollen wir jetzt hier hochreiten? Halt die Frage, ob ich jetzt mit dem Pferd wirklich besser dran bin. Vielleicht lasse ich es mal. Lass ich es mal hier, wollte ich sagen. Ich nehme das Springfield und zur Sicherheit die Doppelläufige. Ich check mal hier das aus mit dem Haus. Da kommt auf jeden Fall auch Rauch aus dem Kamin. Sind da wahrscheinlich kleine Banditen. Wölfe? Ernsthaft? War das die ganze Zeit schon da? Ist mir das noch nicht aufgefallen? Es kann halt sein, weil hier ist nichts markiert, dass wir irgendwas hier noch übersehen. Da wird es wahrscheinlich schon unwahrscheinlicher. Wenn da ein Wolf markiert ist, dass da jetzt noch irgendwas anderes ist. Da oben, oh, guck mal hier, Specht. Da hat er den angezeichnet. Also von daher. Hat wahrscheinlich mal wieder gar keine Bedeutung, wo was ist. Für mich, ich weiß halt nicht, können die auch auf dem Baum? Aber die Vögel zu finden ist so schwer, ey. Fühlt sich echt wie ein Ornithologe, ein echter. Das sah gerade aus wie eine Spinne von hier, guck mal. Ich höre aber nichts. Wir müssen hier nachts auch noch mal gucken in den Gebieten.
Was ich halt nicht weiß, ist, ob die jetzt wirklich da sind, die Tiere, oder können die auch vielleicht erst spawnen, wenn es Nacht ist? Oder ist es dann so, dass die halt da sind, aber irgendwo liegen? Und man muss quasi ein bisschen Glück haben, oder Pech, je nachdem, was für ein Tier es ist, dass man denen begegnet. Mir geht es jetzt erstmal einfach nur darum, abzuchecken, ob hier irgendwo ein Panther sein könnte. Okay, die Frage hat sich... What? One-Hit-Kill? Krass! Sag mal, so voll keine Nacken gebissen. Aber die Frage hat sich erledigt, oder was ist jetzt ein Puma? Nee, ne? Wir laden jetzt natürlich neu, ist klar. Deswegen habe ich extra gespeichert vorhin, als wir hier in dem Gebiet waren. Das war hier. Weil ich will ja jetzt nicht meine Sachen verlieren, die Leguanhaut und alles. Aber auf jeden Fall gibt es da Raubkatzen, das ist doch schon mal gut. Und jetzt wissen wir auch wo. Also von der Farm ausgehend ist gar nicht so verkehrt. Aber ich hatte jetzt gerade keine Chance. Ich hatte Tabulator schon gedrückt, dass er halt irgendeine Waffe nimmt. Und dann wäre ich halt bereit gewesen, irgendwie die Deadeye zu aktivieren. Aber da ging gerade gar nichts. So, Pferdchen. Hast du noch alles? Ja, sieht gut aus. Okay, also hier gibt es Panther. Vielleicht sollte das ein Panther sein, kein Löwe. Von daher, wir reiten da jetzt runter. Und wir wissen jetzt auch, dass die auch tagsüber auffindbar sind. War ja auch gut geschätzt. Also mit den... Warte mal. Bison. Ups. Hätte ich woanders vermutet. Also schon auch irgendwie in der Region, aber ich weiß nicht, ob ich so weit dann geritten wäre. Nee, komm, wir nehmen schon die Flinte wieder mit. Aber wie kam der denn jetzt zu dieser Wolfszeichnung? Hier da ins Tagebuch gemacht hat, weil ich glaube, wir hatten den Hirsch gescannt in dem Augenblick. Und da hatte er dann da diese Zeichnung gemacht. Mist, jetzt ist der Specht auch wieder weg, ne? Dann müssen wir wieder neu... scannen. Also hier in dem Gebiet. Ich da jetzt reingehe quasi. Dachs hätten wir auch mal wieder. Und der war nicht auf dem Baum. Bräuchte man einen guten Köder, einen Fleischfresserköder. Aber dafür braucht man Brombeeren. Und ich habe keine Ahnung, wo man Brombeeren herbekommt. Ich habe jetzt aber auch nie so auf Pflanzen geachtet.
Okay, Wind kommt von rechts. Ich würde ja eigentlich vermuten, wenn ich jetzt ein Stück Fleisch einfach hinlegen würde, oder wenn ich jetzt hier die Hirsche, wenn man die treffen würde und die einfach liegen lassen würde. Müsste das ja auch ein Raubtier anlocken. Da ist die Farm. So weit sind wir nicht reingegangen, oder? So unendlich weit. Ich habe vorhin nicht auf den Radar geachtet. In dem Augenblick. Aber wir waren nicht weit. Auch ein Hirsch, okay. Es könnte lange dauern. Panther macht auf jeden Fall jede Menge Schaden. Fuchs. Was war da auch gerade? Ist mir zu weit entwischt. Hier geht's noch mal ein bisschen höher, aber hier irgendwo in diesem Gebiet, was hier alles so auf einer Höhe ist. Interessante Geräusche auf jeden Fall. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 30 Minuten. Ich würde sagen, wir pausieren das mal gerade und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit mehr Zeit. Wieder ein Tagebucheintrag. Keine Ahnung was, aber irgendwas hat eingetragen.
Guck mal hier, der Silberfuchs. Also wenn man so regungslos irgendwo sitzt, ist auf jeden Fall gut. Naja, jedenfalls. Ich schicke jetzt mal einen schönen lieben Gruß in die Runde und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder hier bei der Pantherjagd. Das ist extrem spannend, finde ich. Also wenn man selbst der Jäger ist, auf jeden Fall. Und ja, bis wir uns dann wiedersehen, habt ihr hoffentlich wie immer einen super Tag.